sehe die Radikalisierung junger Menschen aus dem salafistischen Bereich hier als eine große Gefahr für unsere Sicherheit. Bei den terroristischen Anschlägen in Würzburg und Ansbach sowie der Anschlagsvorbereitung in Chemnitz handelt es sich nach jetzigem Stand bei allen drei Tätern um radikalisierte Flüchtlinge. Wann sie radikalisiert wurden und ob sie gezielt von einer Terrormiliz eingeschleust wurden, wird derzeit noch geprüft. Und auch bei den drei in Schleswig-Holstein Mitte September festgenommenen Führern soll es ja Bezüge zum sogenannten IS geben. Rund 650 Personen bewegen sich bayernweit in der salafistischen Szene. Die Tendenz ist leider steigend. Davon sind rund 20% gewaltorientiert. Zwar ist nicht jeder Salafist gleich ein Terrorist, es zeigt sich jedoch, dass bei fast jedem islamistischen Terroranschlag aus den vergangenen Jahren ein Bezug des Attentäters zur salafistischen Szene festzustellen war. Bayern muss und wird im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus alle Mittel nutzen, die uns zur Verfügung stehen. Das sind sowohl repressive wie auch präventive. Staatliche Exekutivmaßnahmen wie Vereinsverbote und strafrechtliche Ermittlungsverfahren erfassen nur einen Teil der Problematik. Sie können eine Radikalisierung oft nicht verhindern. Wir müssen Radikalisierungstendenzen deshalb bereits in einem möglichst frühen Stadium entgegentreten. Um der Radikalisierung junger Menschen speziell aus dem salafistischen Bereich entgegenzuwirken, arbeiten wir in Bayern leider verstärkt ressortübergreifend im Bayerischen Netzwerk für Prävention und Deradikalisierung gegen Salafismus zusammen. Die Deradikalisierung erfolgt anlass- und personenbezogen. Sie setzt also an, wenn konkrete Fälle von Ideologisierung und Radikalisierung vorliegen. Wie unsere Erfahrungen zeigen, wird vor allem in einem frühen Stadium der Radikalisierung zivilgesellschaftlichen Trägern oft mehr Akzeptanz und Vertrauen entgegengebracht als den Sicherheitsbehörden. Deshalb haben wir ein bayerisches Angebot für diese jungen Menschen und deren Angehörigen geschaffen. Das Bayerische Landeskriminalamt arbeitet seit März 2016 mit dem zivilgesellschaftlichen Träger Violence Prevention Network, kurz VPN, zusammen. VPN hat dazu die Beratungsstelle Bayern mit folgenden Aufgaben gegründet: Beratung von Angehörigen, Beratung und Begleitung radikalisierungsgefährdeter Personen bzw. Radikalisierte im frühen Stadium sowie drittens Ausstiegshilfen für bereits radikalisierte Personen. Für die Beratung setzt VPN aktuell eine Mitarbeiterin und einen Mitarbeiter ein. Das wird aber noch entsprechend wachsen. Diese Mitarbeiter mit hoher fachlicher und persönlicher Qualifikation erarbeiten individuell jeweils ein maßgeschneidertes Beratungsangebot. Unser vor mehr als einem Jahr gegründetes Kompetenzzentrum für Deradikalisierung im Landeskriminalamt steht dem VPN vor allem bei aktuellen sicherheitsrelevanten Beratungsfällen als Ansprechpartner zur Verfügung. Unsere enge Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsbehörden und VPN ist bereits gut angelaufen. Seit Vertragsschluss mit VPN im März ist die Zahl der gemeldeten Deradikalisierungsfälle um über 50% gestiegen. Es zeigt, wie gut das neue Angebot bereits von den betroffenen Angehörigen, aber auch von Behörden und beispielsweise Schulen angenommen wird. Mit steigender Bekanntheit wird sich das in Zukunft hoffentlich noch weiter steigern. Seit Einrichtung des Kompetenzzentrums zur Deradikalisierung im September letzten Jahres wurden insgesamt 106 Fälle überprüft. Aktuell werden 71 Fälle bearbeitet. Hinter jedem steht ein Einzelschicksal mit Familie und Freunden. Darunter sind über 20% junge Mädchen und Frauen. Ich freue mich, dass bereits in über einem Drittel der aktuellen Fälle Maßnahmen den Betroffenen oder deren Angehörigen ein individuelles Beratungskonzept angeboten werden kann. Ein Angebot, welches sie in Anspruch nehmen wollen. Die individuelle Begleitung und Beratung der Betroffenen, aber auch der Angehörigen benötigt einen langfristig angelegten, vielschichtigen Hilfsplan. In drei Fällen immerhin ist uns nach jetzigem Kenntnisstand bereits eine Deradikalisierung auch gelungen. Klar ist, damit wir die Betroffenen aus der salafistischen Szene befreien können, müssen die Betroffenen und Angehörigen auch die Hilfe annehmen wollen. Nur dann können wir sie mit Hilfsangeboten auch tatsächlich unterstützen.
damit Familienangehörige oder auch Betroffene sich im Vertrauen an das VPN wenden können, ist die Wahrung der Anonymität eine grundlegende Voraussetzung. Hilfesuchende sollten sich nicht scheuen, sich vertrauensvoll an VPN zu wenden. VPN unterliegt dabei als anerkannter Träger der Kinder- und Jugendhilfe für die Schweigepflicht nach § 203 StGB. Selbstverständlich finden aber auch regelmäßig Rückkopplungsgespräche mit dem Kompetenzzentrum statt, wo Sachverhalte anonymisiert vorgestellt werden. Nur im Fall des Vorliegens konkreter Planungen für erhebliche Straftaten oder nicht anders abwendbaren Gefahren, insbesondere für Leib und Leben, wird die Polizei selbstverständlich mit konkreten Maßnahmen eingreifen.